Also, das ist die Eingangstür. Dann geht man hier daneben, da hat man das Badezimmer. So, hallo. Genau, also ich finde es mega schön gemacht. Und hier die Dusche. Und hier haben wir dann sogar eine Waschmaschine, die werden wir auf jeden Fall auch benutzen. Und dann hat man halt Putzzeug oder so. Dann geht man nebenan weiter. Also hier hat man erstmal noch so ein Bild. Dann geht man hier weiter und kommt ins Schlafzimmer. Da hat man hier, ich glaube, das ist ein Schuhschrank, da habe ich schon gar nicht rein. Ja, ist ein Schuhschrank. Hat man nochmal als Spiegel. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Dann hat man hier einen riesen Spiegelkleiderschrank, was ich mega cool finde. Und dann hier ein Doppelbett. Mega cool. Hier ist dann auch noch ein Schrank drin. Genau, und hier hat man Fenster mit schöner Aussicht. Genau. Was mir gerade auffällt, ist, dass hier noch gar keine Bettwäsche drin ist. So, dann kommt man hier eigentlich auch schon direkt in den Hauptbereich. Dann hier ist dann hier die Küche. Mega cool. Ich finde die richtig cool. Ja, da hat man hier die ganzen Schränke, Fächer, den Herd, die Spüle. Und das finde ich richtig cool. Wir haben eine Mikrowelle, Ofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank und Froster. Und hier haben wir direkt noch einen Balkon. Und das finde ich richtig cool. Hier haben wir noch, na, für Klima. Ja, und hier ist dann der Balkon. Hier kommt gleich mein Bruder hergefahren, damit wir unsere Sachen ausladen können, weil wir woanders geparkt haben. Und hier ist halt richtig cool, weil hier direkt hier ist der Platz, also wo man essen gehen kann und Kaffee und sowas. Und hier ist die Couch mit Tisch. Und hier ist dann auch noch so ein Esstisch. Also richtig cool. Und hier kommt man dann wieder zum Eingangsbereich. Also schon das mega cool. Yay. Mein Bruder möchte, dass ich jetzt auf seinem Rücken laufe, weil er Rückenschmerzen hat. Soll ich am Po anfangen oder wo? Nee, fang an. Ich habe übrigens aber zugenommen, Ja, fang an, ja. Kannst du lassen. Ich wiege nicht mehr so viel wie früher. Ich mache jetzt, ne? Ja. Sicher? Geht's deinem Kleben noch gut? Nicht wahr. Der ist kompakt verpackt. Soll ich eher so oder seitlich so hier? Mach ich das. Abwechseln. Ich glaube so hier. Und mehr ich der meine Ober Balance. und mehr der Oberrücken bitte. Ja. Das knackt. Oh. So muss es sein. Oh. Oh. Das ist perfekt. Naja, okay. Ja, wie viel Uhr ist es denn jetzt? Fast um 11. Ja. Also seid ihr eigentlich, ihr seid in derselben Zeitzone. Wir sind in derselben Zeitzone, ne? Guten Morgen oder eher guten Mittag. Ein Schlubber. Meine Mutter, eigentlich denkst du eine kurze Hose. Das ist eine kurze Hose. Achso, gut, das ist eine kurze Hose. Ja, ich habe mir vorgenommen, das jetzt ein bisschen besser zu machen mit dem Vloggen, weil ich nämlich gerade den ersten jetzt fertig gemacht habe. Der kommt. Oh. Genau, habe ich jetzt den ersten Vlog fertig gemacht. Der kommt jetzt die Woche online. Und das ist jetzt der zweite. Wir sind ja. Haben wir das gestern aufgenommen, dass wir angekommen sind? Natürlich. Ihr habt ja die Roomtour jetzt schon gesehen. Also, ich finde das Airbnb richtig, richtig cool. Und ich werde euch das mal unten verlinken, falls ihr mal irgendwie hierher kommen wollt. Finde es richtig cool. Hier kann man übrigens jetzt auch parken. Also, es gilt wahrscheinlich nicht für ganz Spanien, sondern eher nur für diese. Naja, auf jeden Fall der Typ, dem die Wohnung hier gehört, der ist ja weg. Und der meinte, dass es in Valencia wahrscheinlich auch so ist wie in Barcelona.
Das aber hier nicht so. Also hier sind wirklich einfach nur Parkplätze, also wie in Deutschland, dass man sich einfach hinstellen kann. Genau, und das Auto steht jetzt auch 5 Minuten, glaube ich, ist nur von uns entfernt. Und genau, also das Airbnb ist richtig cool, also ihr habt es ja schon gesehen. Und heute, also wir haben es jetzt, wie spät? Um 12? Um 12, ja. Wir haben es jetzt um 12. Mein Vlog rendert gerade, das dauert aber mega, mega lange. Deswegen machen wir da wahrscheinlich auch schon einfach los. Also der dauert 4 Stunden oder so. Genau, und dann machen wir mal auf nach Valencia runter, weil wir sind hier in Paterna, wenn das ausgesprochen wird. Und wir haben, also ich habe schon geguckt, wie wir runterkommen. Und mit dem Auto würden wir halt 20 Minuten brauchen, plus Parkplatzsuche, plus wahrscheinlich nochmal Gebühren. Und mit der Metro würden wir nur 18 Minuten brauchen und wären unten. Und ich glaube, die Fahrkarten sind halt nicht mal teuer. Sie sind, glaube ich, so um die 1 bis 3 Euro oder so. Genau, dann würden wir einfach mal runterfahren und uns halt mal ein bisschen Valencia angucken. Und kommt's warm entgegen? Es war so schön klimatisiert bei uns. Also wir sind jetzt am Bahnhof angekommen und das ist echt ein 5-Minuten-Weg jetzt eigentlich nur gewesen. Und die Dame hat uns am Empfang uns auch ganz nett geholfen, auch wenn wir die Sprache nicht konnten, wir haben es jetzt irgendwie verstanden. Und das Ticket ist jetzt halt für 10 Fahrten, also für uns beide halt auch. Und man muss dann irgendwie an so einem Schalter nochmal extra so, wie, nein, nicht knipsen, aber so anhalten. Und dann gehen die Fahrten halt runter. Und das ganze Ding, also eine 10er-Karte sozusagen, kostet einfach nur 12 Euro. Das ist so günstig. Also bei uns zu Hause in Dresden würde das, keine Ahnung, eine 4er-Fahrt kostet schon, was kostet eine 4er-Karte? 8,20 Euro? Ja. Also wir haben es übrigens auch mal nach Valencia geschafft, nach einem kleinen Verfahren. Also wir sind irgendwie zu weit gefahren, weil wir haben nicht mitbekommen, dass die Haltestelle irgendwie schon da war. Also die heißt halt irgendwie nicht Valencia und wir haben halt damit gerechnet, dass es irgendwie groß angepriesen wird oder so. Und dann sind wir irgendwie ganz schön zu weit gefahren, haben wir dann geguckt und sind dann mit einer anderen einfach wieder zurückgefahren und dann irgendwo ausgestiegen, wo wir dachten, jetzt sind wir sehr, sehr nah dran. Ja, und jetzt sind wir mittendrin. Und sind jetzt halt schon hier so ganz rumgekommen. Also wir waren jetzt auf der Shoppingmeile, wie immer. Mal ein bisschen rumgucken und so. Sind durch die Stadt gelaufen. Mega, mega schön. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg an den Strand. Mal schauen, wie der so ist. Also baden gehen wir heute nicht, aber wir schauen mal, wie das da wird und ob wir es überhaupt jetzt noch finden. Genau. Wir sind jetzt hier auf irgendeinem Platz, keine Ahnung. Ich habe schon eingeblendet, wie es aussieht, aber ich zeige euch das danach, je nachdem, wie es schneite. Und jetzt haben wir erstmal einen Sitzplatz gefunden, trinken was. Von meinem Bruder. Halber Liter. Aber meins sieht eigentlich fast genauso aus, bloß es weniger ist. Jetzt haben wir Paella bestellt und wird jetzt etwas dauern wahrscheinlich. Ja, aber ich bin gerade einfach froh zu sitzen. Also eigentlich hatte ich heute nicht vor, wieder so einen Fußmarsch hinter mir zu legen, weil wir jetzt die Tage so viel gelaufen sind, also auch gefahren, aber auch so viel gelaufen. Und den Strand haben wir übrigens dann nicht gefunden und nicht gemacht. Also wir sind komplett irgendwie ein bisschen falsch gelaufen. Wir sind so ein bisschen paralleler irgendwie gelaufen und dann hätten wir 1 Stunde 8 noch laufen müssen. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht mehr. Und dann sind wir wieder zurück, sind jetzt halt irgendwie auf den Markt gekommen. Also es ist ein bisschen anders gelaufen diesmal. Und Strand machen wir dann einfach direkt, wenn wir baden gehen wollen. Weil wir haben auch schon auf den Bildern gesehen, das sieht eigentlich sehr, sehr schön aus. Auch von einer Freundin wurde mir das empfohlen. Und ja, da machen wir das so. Und ich werde mich zu Hause mal richtig informieren, wie man dann da hinkommt. Mit einem Bus nämlich wahrscheinlich, weil aus der Stadt raus ist es doch schon ein bisschen eine Strecke. Also das haben wir jetzt gerade echt schon gemerkt.
Genau, und deswegen machen wir heute nochmal so einen Sightseeing-Tag, so ein bisschen Entspannung hier, dann fahren wir wieder zurück. Und ja, und dann schauen wir morgen, ob wir morgen so einen Badetag machen. Willst du eigentlich auch noch irgendwas sagen? Nee. Du hinter deinem Bier. Du hast doch eine Schaumkrone. Ich weiß. Schon mal fast. Was ist denn das überhaupt für eins? Das schmeckt dir. Wieso willst du jetzt Bier probieren? Das schmeckt dir eh nicht. Hauptsache probieren. Es gibt Biere, die sind ganz nett. Mein Bruder hat mit Meeresfrüchten. Ich wollte eigentlich auch Meeresfrüchte, aber irgendwie hat er das meiste mit Hühnchen. Und ich bin ja Veggie unterwegs. Lasst dir schmecken. Guten Appetit. Oh, nimm dieses Zeug weg. Ja, kannst du mal einen Flock reinmachen. Ich hab's jetzt halb, glaube ich, drin. Was? Ich hab's nur halb, glaube ich, jetzt drin. Oh Gott, und das Licht ist komplett kacke. So, meine Lieben. Das letzte, was ich gefilmt habe, war Lidl. Oh Gott, jetzt habe ich es gefunden. Und ja, wir waren einkaufen. Und ich glaube, Lidl direkt nehme ich euch vielleicht immer ein bisschen mit, weil das manche Leute interessiert hat, weil ich fand das schon so cool, letztes Jahr in Irland, wie der Lidl einfach aufgebaut. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich irgendwo lese, im Ausland gibt es ein Lidl, weil ich, also nicht, weil ich jetzt denke, oder nicht, weil ich will, dass ich so einkaufen kann wie zu Hause, weil ich probiere gern das aus, was in dem Land halt irgendwie so, wie sagt man das, was man da halt mehr isst oder so. Bei mir ist halt so, also seitdem ich das in Irland gesehen habe mit dem Lidl, der war so cool und so anders. Ja, darauf freue ich mich immer, dass man da halt so andere Dinge entdeckt, die halt hier so heimisch sind und dann sieht, wie die, also wie gleich die sind, aber wie unterschiedlich die doch wieder sind, wenn das jetzt Sinn macht. Ja, auf jeden Fall waren wir dort, waren einkaufen, genau, wir waren froh, als wir wieder zu Hause waren, wir waren heute richtig, richtig fertig. Und dann haben wir ein bisschen gechillt. Ich habe in der Zeit die ganze Zeit das Video fertig gemacht, was jetzt auch online endlich ist. Hat ein bisschen länger gedauert, weil es irgendwie länger gemacht hat, als es ist, das Video. Das musste ich dann von YouTube direkt noch schneiden. Egal. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann noch Sport gemacht. Ich habe noch ein Workout gemacht von Fitness Blender. Und ja, habe ein bisschen so eine Spa-Routine gemacht. Also ich war halt duschen. Haare waschen, habe mir so eine goldene Maske von Shabens drauf gemacht, die ganz komisch ist, finde ich. Die brennt irgendwie und dann ist es wieder gut. Keine Ahnung. Genau. Und jetzt hat mein Bruder ein bisschen seine Serie geguckt auf Netflix. Habe ich ihm mal meinen Laptop gebucht und ich habe ein bisschen YouTube geguckt und jetzt schauen wir noch was zusammen auf Netflix. Und deswegen mache ich diese Aufnahme einfach, um Tschüssi zu sagen, weil ich mich jetzt bessern will und den Vlog beenden möchte ordentlich. Aber ich weiß gerade nicht, ob das der letzte Tag jetzt wird oder ob ich den morgigen Tag auch noch mit drauf mache. Von daher, bis dann!